Mitten in der WM redet die ganze Welt natürlich über WM und mehr. Reden heute auch über Fußball. So, bei mir ist der Thorsten Fink. Thorsten, das freut mich riesig. Ich durfte dich hier ganz privat schnell verwischen. Hinten wird schon ein grosses Buffet parat gemacht. Wir sind beim Franco in Dornach und im Gigersloch. Ja. Thorsten, ich bin nicht so bekannt dafür, dass ich so fußballaffin bin, aber ich schaue zu. Ich schreie auch mit. Ich kann mich so wahnsinnig freuen. Woher kommen die Emotionen beim Fußball? Ja, die kommen ja. Also wenn man sich freut, dann hat man für irgendwas eine Leidenschaft. Und wenn man Leidenschaft hat, dann freut man sich oder ärgert man sich, egal ob es Fußball ist oder ob es ein anderes Sportart ist. Und von daher, ja, wenn man richtig bei der Sache ist, kann man sich ärgern oder freuen. Also egal ob Fußball oder ein anderes Sportart. Du sagst richtig bei der Sache sein, mit Leidenschaft dabei sein. Jetzt nehme ich an, der Trainer heizt dir die Spieler richtig an, die müssen dran gehen. Es kann ja gar keine durchsetzen, was mich aber gottsjämmerlich aufregt. Ist, wenn, da weiss ich ganz genau, ich habe nicht den Ball getroffen, ich habe einen anderen Scheichen getroffen und reiss den Arm auf und sage, ich bin nicht, ich habe nichts gemacht. Ja. Ist es das? Nein, Schauspielerei ist eh nicht so gut im Fußball, das ist ganz klar. In England wird das total verpönt. Also da werden die Leute, die sich fallen lassen, die haben keine Chance in England. Die nennen sie dann Diver oder so. Also wir wollen ehrlichen Fairplay haben im Fußball und ich glaube, das klappt immer besser. Wie viele WMs hast jetzt du schon gesehen? Hast du von klein auf bis 3 oder 4 gesehen, wo das erste Mal der Fußball eigentlich so mit dem infiziert worden bist? Ja, jetzt bin ich 50. Also ich sag mal, ab 12 habe ich alle WMs und EMs gesehen. Also ich bin, wie gesagt, Fußballer und Fußballfan und von daher sind das die wichtigsten Ereignisse im Jahr oder in den Jahren, dann, die man auch gerne schaut. Das ist aber auch egal, ob Olympia, das gucke ich auch. Also wenn es um Weltmeisterschaften geht, Europameisterschaften. In allen Sportarten bin ich dabei, weil das interessiert mich, das ist interessant und da gibt es eine super Stimmung, da wird die Stadt gepusht, das Land gepusht und da ist eine Riesenstimmung und eigentlich immer positiv in diesen Ländern, Städten und das gefällt mir sehr gut. Jetzt kann man eigentlich davon ausgehen, du hast 3 Stufen WM erlebt, du hast zuerst als Zuschauer, als Fan, als Kind, als Jugendlicher zugeschaut, dann als Fußballer zugeschaut, danach hat als Trainer zugeschaut, was hat sich denn verändert in all diesen WM-Jahren, nebst dem Schiedsrichterbeweis, den wir heute haben? Ja, das natürlich habe ich immer alles geguckt. Ich habe ja nie die Chance gehabt, eine WM zu spielen. Also ich war zwar bei Bayern München in der Champions League dabei, aber in der Weltmeisterschaft durfte ich nicht spielen. Ich habe ja eigentlich kein Nationalmannschaftsspiel, nur für die U21 für Deutschland und war mal dabei im Kader. Aber ich bin nicht reingekommen. Das heißt, ich war nie oder bin kein deutscher Nationalspieler. Und das hätte ich gerne noch erlebt, aber ich glaube, die Karriere war in Ordnung, die ich da hingelegt habe. Also ich bin zufrieden mit dem. Und ja, ich glaube, dass sich die Schnelligkeit im Fußball sehr stark verändert hat. Die Athletik, das Bewusstsein für den Sportler hat sich aber verändert. Video, Analyse, Trainingsbedingungen, da hat sich schon vieles getan. Früher hat der Trainer alles alleine gemacht, die Torhüter warm gemacht, dann noch die Mannschaft trainiert. Alles Mögliche, wahrscheinlich noch die Pässe selber ausgefüllt. Ja, aber jetzt, heutzutage, ist es halt, hat man überall seine Fachleute. Man muss es wirklich so sagen, ich könnte jetzt nicht der Topmann sein, wenn man halt vieles erreichen will. Bin ich nicht derjenige, der Athletiktrainer ist, sondern da braucht man Leute, die das auch studiert haben, die das besser können als ich. Ich habe eine andere Qualität, aber nicht das. Hebt sich denn jetzt nicht die Taktik, also das Schachspiel, das eigentlich stattfindet auf dem Fußballplatz, hebt sich das nicht langsam so ein bisschen auf gegeneinander? Wenn jetzt auch hier wieder gesehen, wenn Deutschland verliert, ich meine, sorry, das ist nicht niemand, das ist ja nicht einfach nur der Mythos, oder? Ja, es verändert sich immer irgendwas. Also es gibt wieder wahrscheinlich jemand andere Sachen, es gibt auch andere Regeln. Man versucht ja immer im Fußball leicht zu verändern, er sollte eigentlich so bleiben, wie er ist. Kleinigkeiten habe ich nichts dagegen, trotzdem, früher hat man ja mit 2 Innenverteidigern gespielt und einem Libero. Dann hat man das verändert. In Mailand, glaube ich, damals auch als Vorreiter, hat man dann mit einer 4er-Abwehrkette gespielt. Jetzt spielt man wieder mit 3 Mann hinten und 2 Außenspielern. Also viele Mannschaften gehen dahin. Ich persönlich bin 4er-Abwehrkettenmann und da gibt es immer irgendwelche Leute, die den Fußball wieder neu erfinden. Aber trotzdem
Fußball hat noch keiner erfunden, also kein Trainer hat den Fußball erfunden, nein, sondern wir klauen ja nur, also wir stehlen ja von anderen Leuten. Guardiola hat sich irgendwann Bielsa angeguckt, den Trainer, ich gucke dahin, nehme das, was auf mein System, womit ich mich identifizieren kann, das gucke ich mir dann ab und das versuche ich meiner Mannschaft oder was ich auch gut auch der Mannschaft beibringen kann und wohinter ich stehe, das versuche ich weiterzugeben. Also der Fußball entwickelt sich trotzdem immer wieder weiter, es kommen neue Regeln und ich habe Spaß dran. Thorsten, zum Abschluss gucken wir zurück ein Jahr. Ja. Tops und Flops? Auf der Welt oder? Wie du willst. Na, Tops, also top auf jeden Fall Franco hier in Dornach. Also deswegen bin ich wieder hier, weil ich immer hier, also herzlich willkommen bin. Franco ist ein Teil fast schon unserer Familie gewesen, als wir in Basel waren. Und Patrick Rahm hat zu mir gesagt, komm doch hier, wir gucken hier Fußball, wir grillen zusammen. Und deswegen freue ich mich einfach, dass das so top ist und dass ich deswegen hier sein darf. Mal wieder, dass ich die alte Freunde wiedersehen darf. Und Flop ist ab heute deutsche Nationalmannschaft, weil natürlich in der Vorrunde auszuscheiden ist nicht der Anspruch der Deutschen. Aber jetzt halte ich zu den Schweizern und freue mich, wenn die Schweizer weiterkommen. Du bist ja fast daheim. Los, ich merke, jetzt fangen sie wirklich an zu grillen. Ja. Das wäre es gewesen, ein kleines Spezial hier auf Regio TV Plus. Ganz herzlichen Dank, Thorsten, noch viel Spass an der WM. Ich bin der beste Koch von Dornach. Ja. Dank deinem Fleisch. Habe ich immer gesagt.